Tomaten müssen immer schön leuchtend, rot, groß und am besten viel auf die Waage bringen. Und so hat man einen wunderbaren Sommer mit vielen verschiedenen Tomatensorten einfach mal in die Tonne geworfen. Denn es gibt so viele schöne Tomaten in unterschiedlichen Farben und Ausprägungen. Hier eine schöne rosa leuchtend farbene Herztomate zum Beispiel. Hier habe ich jetzt zwar auch eine rote Fleischtomate, die ist aber ein bisschen unförmiger, so herzförmig halt auch wieder so, wie ein echtes Herz. Hier gelbe Tomaten, salatförmig, braune Pfahltomaten, hier die Chocolate Stripes, braun, grün gestreift, natürlich auch orangene Tomaten, grün-gelbe Tomaten, russische schwarze Tomaten, darunter auch die Black Prince oder Chinese Prince und eine meiner Lieblingssorten, die ich letztes Jahr auch angebaut habe, das ist die Feuerwerk, heißt deswegen Feuerwerk, weil sie hier unten gesprenkelt ist. Und es gibt noch so viele weitere schöne Sorten und mehr dazu natürlich auch in diesem Video. Diese wunderbare Sorte ist jetzt schon wahrscheinlich die erste richtig große Fleischtomate, ich glaube eine Ochsenherz. Und das ist die Hawaii Pineapple. Die hatte ich auch letztes Jahr im Anbau und das ist wirklich eine echt großes Ding. Aber die hat, wie ihr hier sehen könnt, bildet die wirklich sehr große Früchte aus. Und das ist wirklich eine wunderschöne Ochsenherztomate. Das hier ist jetzt die grüne Molodeschi. Das ist eine russische Sorte. Und wie ihr hier sehen könnt, färbt die goldig ab. Ist wirklich eine schmackhafte und zuckersüße Tomate, die mir sehr gefällt. Und hier daneben, das ist jetzt so eine kleine Salattomate. Da ist mir der Name leider auch entfallen. Da weiß ich nicht, könnte die Pink Vernissage sein, aber die ist halt nicht ganz so pink, die färbt rötlich, ein bisschen rot, aber das könnte sie sein, Pink Vernissage. Also grüne Molodeschi und eventuell die Pink Vernissage. Das hier ist jetzt einer meiner roten Cocktailtomaten, die schmeckt richtig süß, also ich liebe diese Cocktailtomaten. Könnte die rote Johannisbeere sein, weil die ist wirklich zuckersüß und ein Gaumenschmaus. Und was ich halt auch sehr interessant finde, dass sie im Vergleich zu anderen Cocktailtomaten, wie zum Beispiel die Dattelwine, eine doch recht kleine Pflanze ist. Also die Dattelwine, die ist mir letztes Jahr auch schon bis an die Decke hochgewachsen. Und ich habe hier auch schon eine Pflanze, die auch wirklich bis hoch an die Decke wächst. Jetzt schon. Diese etwas kleinere Tomate mit dem auffallenden hellgrünen Farbe ist die Cherokee Draft Tiger oder die Black Cherokee Draft Tiger. Das ist, diese Draft-Sorten sind extra dafür gezüchtet für Balkon oder kleineren Anbau. Die wird höchstens 1,50, wenn man die jetzt eintriebig kultiviert. Ich habe sie jetzt mehrtriebig und die wächst halt hier ein bisschen unter den etwas größeren Cocktailtomaten. Und die bildet halt etwas dunkelrote, ja, so dunkelrötliche mit grünen Streifen farbene Früchte aus. Und das ist jetzt auch eine Sorte, die ich zum ersten Mal in Anbau habe. Ist eine recht interessante Sorte, wie ich finde. Und die Früchte schmecken auch nicht schlecht, muss ich sagen. Komme ich mal wieder zu den Buschtomaten. Hier wieder eine rote, ähnlich wie die Martina oder die First in the Field. Ist das jetzt eine etwas größere Buschtomate, wird nicht so groß wie die Martina mit den mehrtriebigen und bleibt auch nicht so klein wie die First in the Field bei mir. Das ist Contenine, hat auch ein bisschen größere Früchte als die First in the Field. Und das habe ich halt nicht gewusst, habe sie mitten im Tunnel reingesetzt. Auch ein bisschen, weil ich die Saatgutbeschriftung
verplant habe, bildet aber doch recht große Früchte, habe nur einen Trieb dran gelassen. Aber das Problem ist halt, die hat die Fäule bekommen, habe sehr viele Blätter wegstutzen müssen. Daneben ist auch noch eine Pflanze, die geht es ein bisschen besser. Die wird wirklich nicht groß, das ist vielleicht ja, 1 Meter höchstens. Ist eine Buschtomate für einen Balkonanbau eher geeignet. Kommen wir nun zum einen der Schwergewichte unter den Tomaten. Das ist die Domaca tetracatia, eine rote Fleischtomate oder Paradeiser. Und das freut mich auch schon, dass die anfängt zu reifen. Wirklich eine sagenhafte Frucht. Habe ich auch das erste Mal im Anbau. Und die hat hier gleich 3 bzw. 4 solcher Früchte. Und die Pflanze wächst natürlich noch weiter. Und da bin ich halt mal wirklich gespannt, wie die schmecken wird und wie viel Ertrag sie auch noch geben wird. Eine sehr schöne Tomate neben der sehr eleganten Herzform, die ich sehr schön finde, ist das hier die Chocolate Stripes. Also wie ihr sehen könnt, ist die so ein bisschen braun, wird auch noch ein bisschen dunkler. Dunkelbraun, wenn sie in der vollen Sonne steht, hat so grüne Streifen und ist eine recht süß-schmackhafte Fleischtomate. Und die habe ich das erste Jahr im Anbau. Und das hier ist jetzt eine sehr besondere Tomate. Mir gefällt einerseits das Muster hier, die ist komplett rot und hat halt diese gelben Sonnenstrahlen, damit vergleicht es. Und das ist halt eine sehr besondere Tomate. Das ist die Plan 9 from Outer Space. Die kann entweder so rötlich-gelb sein, wie ihr dieses Exemplar so sehen könnt, oder, was auch die Wespe sehr mag, ist die andere Variante, dass die halt so orange-rötlich ist. Das habe ich jetzt daran erkannt, weil die Pflanze bei mir im Gewächshaus steht und dort befinden sich halt diese 2 Tomaten mit unterschiedlichen Farben. Diese Tomate steht jetzt hier an der Terrasse in einem Kübel und die habe ich von einem Freund hier in der Nachbarschaft bekommen, der selbst einen Bauerngarten hat. Und das ist jetzt die mexikanische Honigtomate. Erinnert mich ein bisschen an die Dattelwine in ein bisschen rot-orange, wie es so ausschaut. Die habe ich das erste Jahr im Anbau. Bin jetzt mal sehr gespannt, wie die Früchte überhaupt schmecken werden. Ist dann doch eine recht ja, interessante Sorte, wie ich finde. Ich habe 2 Stück im Anbau. Eine steht im Tunnel, eine hier im Kübel. Und die Pflanze ist dann doch recht ertragreich, muss ich sagen. Also ich habe jetzt hier 2 Triebe und die hat dann doch sehr viele Fruchtansätze. Muss aber auch sagen, der Name ist ihr auch gerecht, dass sie vielleicht das Klima von Mexiko super findet, weil die auch sehr anfällig für die Fäule ist. Das hier ist jetzt eine Tomate, die ganz hinten im Eck im Gewächshaus steht. Das ist die Polarlicht, auch eine Tomate, die orange, rötlich und gelb marmoriert sind. Diese Sorten gefallen mir einfach von der Musterung, vom Aussehen und natürlich auch vom Geschmack. Und deswegen habe ich sie auch das erste Jahr jetzt hier im Anbau zum Ausprobieren. Und der Name hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann bin ich auch sehr gespannt, wie sie schmecken wird. Und sie wird ganz bestimmt süß und schmackhaft sein. Hier kann man jetzt nochmal ein besseres Exemplar von der Polarlicht sehen. Die ist wirklich, auch wenn die jetzt von der Königsblüte stammt, die Frucht, ich finde halt einfach diese Farbe wunderschön. Und wenn ich dann weitergehe, dann habe ich hier jetzt auch so eine interessante Frucht, eine interessante Form. Die färbt so ein bisschen rosalich ab. Und ist grün gestreift. Ich habe sie letztes Jahr in einem Kübel angebaut, draußen hier auf der Terrasse. Deswegen habe ich sie rosa Kübel genannt und die ist halt auch sehr saftig und süß und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Das hier ist jetzt die schwarze Ananas. Das ist auch so eine schwarze Fleischtomate, also mit einem hohen Anthocyananteil, die unten ein bisschen dunkelorange abfärbt, dann ist sie vollreif. Hatte ich letztes Jahr auch im Anbau. Ist wirklich eine sehr schöne Tomate, mag ich sehr.
Und auch sehr große Früchte bildet sie auch aus. Also hier sind jetzt schon ein paar größere Exemplare. Und ich bin sehr zufrieden mit der Pflanze. Das hier ist jetzt eine gelbfarbene Cocktailtomate, die ich hier im Anbau habe. Hier und zwischen der Cherokee Tiger Giraffe wächst dann noch eine Pflanze. Und die, denke ich, habe ich das erste Mal im Anbau. Ist eine recht große Pflanze. Die wächst hier schon ziemlich hoch in die Höhe. Hat schon einige Früchte. Auch hier an der Seite wächst sie gut runter. Und da bin ich dann auch mal gespannt, wie sie schmecken wird. Normalerweise sollte die auch wieder so eine süße Sorte sein. Und ich bin wirklich einfach mal gespannt auf die Überraschung von dieser Tomate. Und für gewöhnlich sind die Cocktailtomaten ja immer süß. Das hier ist jetzt auch wieder eine besondere schwarz-rote Tomate. Das ist die Sergeant Peppers. Ich glaube, es ist sogar eine Züchtung aus Amerika. Auch wieder hohen und schwarzen Anthocyananteil. Färbt ein bisschen hellrot-rosalich ab. Ähnlich wie die Indigo Blue Beauty, die ich mal hier im Anbau habe und euch gezeigt habe. Ist jetzt nicht gerade in der Nähe. Und die bildet halt hier so große Früchte, circa 200 bis 300 Kilo, würde ich sagen. Und die Pflanze, nach meiner Erfahrung, ist ziemlich anfällig gegenüber die Fäule, also Kraut- und Braunfäule. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen bei der Pflanze und sie gut pflegen. Das hier ist jetzt die weiße Zucker. Ist, wie der Name schon sagt, eine weiße Fleischtomate von mir. Habe ich schon das zweite Jahr im Anbau. Das sind Samen von mir, die ich beim letzten Jahr genommen habe. Bildet so handgroße Früchte und die Pflanze ist jetzt auch wieder so ein bisschen Braunfäule anfällig. Muss man auch wieder sehr gut pflegen. Und so süß sind die weißen Sorten nach meiner Erfahrung nicht. Am süßesten sind ja immer noch diese, wie für mich, diese flammenfarbigen Fleischtomaten. Das ist jetzt zum Beispiel die Polarlicht. Die habe ich ja schon mal gezeigt und die mag ich wirklich sehr. Das ist eine meiner Lieblingstomaten diese Saison. Das da ist die Reisetomate. Die habe ich ja schon mal in einem Video gezeigt. Ist jetzt so nette Noppen, die man immer abreißen kann, Stück für Stück essen. Das ist jetzt hier so eine Tomate, die hier so entlang wächst. Natürlich nebenan halten auch schon die richtigen Bombendinger. Das hier ist eine richtige große Fleischtomate. Ich glaube, es ist sogar die Golden Germany. Und das ist wirklich die erste Tomate von diesem Ausmaß. Freue mich dann wirklich sehr, wenn die dann erntereif ist. Auch eine sehr schöne Tomate, die ich letztes Jahr auch im Anbau hatte. Und hier vorne, unten an der Seite, das könnte vielleicht die Dixie Golden Beefsteak Tomate sein. Ist halt so eine gelb-goldene Fleischtomate und hat auch recht große Früchte. Und natürlich möchte ich euch dann nicht meine Ernte vorenthalten, die ich heute tätigen durfte. Hier jetzt zum Beispiel ein paar rotfleischige Tomaten. Dunkelrot, so die russischen Sorten. Dann hier die Striped Roman. Auch eine sehr schöne Tomate, also die ist doch rot. Eine schöne Flaschentomate. Dann habe ich hier die Herztomate in Orange. Das ist die Familiensorte. Und sonst habe ich so ein paar Notfallernten machen müssen. Leider. Also hier zum Beispiel so eine kleine schöne Salattomate, die so rot-orange abfärbt. Und dann hier zum Beispiel im Freiland ist die Desdemonas hart gewachsen. Ist auch eine sehr schöne Tomate, kann ich jetzt leider nicht so ganz rausholen. Ist aber auch eine recht große, die war draußen im Freiland. Und hier jetzt an der Seite haben wir nochmal die Chocolate Stripes und natürlich eine lange Schlangengurke.
Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familie von mir um mein Projekt weitererzählt, damit immer mehr Aufmerksamkeit meinem Kanal zugutekommt, ich stetig weiter wachsen kann, mehr potenzielle Unterstützer sich finden, die auch ja, mir sozusagen helfen, das Projekt weiter aufzubauen. Und diese Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr natürlich wieder in der Infobox oder auf meiner Webseite unter Unterstützung. In diesem Sinne, ja, freue ich mich, dass euch meine Sortenvielfalt vielleicht auch wieder gefallen hat, euch vielleicht auch Sorten inspiriert hat, die ihr auch gerne haben wollt oder anbauen wollt, und genießt einfach die wunderbare Tomatensaison. Bei mir hat sie jetzt schon begonnen, wenn sie bei euch im Freiland noch anreifen. Macht euch nichts draus, genießt einfach die jetzigen kommenden Tomaten. Und wenn euch so ein Patzer wie mir jetzt zum Beispiel passiert, hier, das ist so eine riesige Tomate, das war schon wirklich schmerzhaft, als die einfach runtergefallen ist, wo ich sie angefasst habe, die wäre auch so röschlich abgefärbt. Ich tue sie jetzt nachreifen lassen, weil hier die grüne Molladesche, das war schon ärgerlich, aber natürlich genieße ich auch wie immer Tomaten wie die hier. Das ist die schöne Feuerwerk, wie ich sie vorgestellt habe, auch eine wunderbare russische Sorte. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.